ich bin's, der Ben, und ein frohes neues Jahr 2012. Wir fangen mal direkt mit was Spaßigem an, nämlich Drumroll. Drumroll ist das Erstlingswerk eines griechischen Verlags, nämlich Atypia Games. Ja, ihr habt's richtig gehört, die Griechen, die können auch Spiele machen, nicht nur Schulden. Und Drumroll ist ein Worker-Placement-Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren. Dauert circa 90 bis 120 Minuten, also schon ordentlich. Ja, schauen wir uns mal an, wie es funktioniert, und dann gucken wir uns an, wie es ist. Ihr seht, Spielaufbau und Komponenten halten sich hier in Grenzen. Alles schön überschaubar. Es gibt hier dieses Aktionstableau in der Mitte, ein Spielertableau. Dann habt ihr hier 3 Aktionssteine für jeden Spieler, einen Siegpunktmarker, dann Marker für die Eintrittskosten im Zirkus, 2 Marker für die Zeit. Und dann habt ihr hier das Wichtige, der quasi das Herz des Spiels, sind hier einerseits die Artistenkarten, dann habt ihr hier noch die Zirkuskarten und die Investitionskarten. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Das Spiel selbst läuft über 3 Vorstellungen. Jede Vorstellung hat minimal 5 Vorbereitungsrunden, jedoch maximal 7. Nach jeder ab hier wird abgestimmt, ob noch eine weitere Vorbereitungsrunde stattfinden soll. Jede Vorbereitungsrunde läuft ganz, ganz einfach ab. Reihum werden hier die Aktionsmarker gesetzt, entweder auf diese Teile hier oder auf die 4. Was machen die? Das ist ganz einfach, das zeigt es auch wirklich so an. Wenn ihr hier drauf steht, bekommt ihr einen weißen Würfel, einen gelben, grünen, blauen oder einen roten, je nachdem, wo ihr euch drauf stellt. Diese Würfel, das sind die Ressourcen dieses Spiels. Was die tun, dazu gleich mehr. Ja, dann gibt es hier noch eine Aktion für Eintrittspreis erhöhen. Wenn es dann ausgeführt wird, dann zieht euer Stein hier hoch und ihr bekommt 2 Geld, 3 Geld, 4 Geld, 5 Geld. Ja, geht also hoch und dann hier wieder hoch. Ja, dann gibt es hier für 1 Gold, könnt ihr euch hier so eine Investitionskarte holen. Diese Aktion lässt euch Artisten anwerben. Artisten, das ist das Herzstück des Spiels. Es werden hier euch immer welche zum Kauf angeboten und ihr könnt dann eben daraus wählen. Und wenn ihr diese Aktion hier habt, dann sucht ihr euch einfach einen Artisten aus. Gleiches gilt hier für die Mitarbeiter. Es werden auch hier welche zur Auswahl stehen und ihr könnt euch dann einfach einen für euren Zirkus kaufen. Das waren auch schon die Aktionen des Spiels. Mehr gibt es hier gar nicht zu beachten. Die Spannung oder das Interessante dieses Spiels kommt aus diesen Artistenkarten. Artistenkarten sind beidseitig. Drum auch diese Karte hier oben drauf. Und drum habe ich die Karten auch vom unten vom Stapel gezogen, damit man eben nicht die Karte ständig hier abnehmen muss und dass man eben nicht sieht, was kommt. Also die Artisten, 2 Seiten. Es gibt die Aktionsseite und es gibt die Seite hier, die wird umgedreht, sobald dieser Artist eine 3-Sterne-Vorstellung gegeben hat. Was für eine Vorstellung der Artist gibt, kommt darauf an, welchen Würfel er bekommen hat. Diese Artistin hier, die Trapezartisten, brauchen 2 gelbe Würfel und einen weißen. Und ich weiß nicht, ob man das erkennt, habt ihr hier oben so Sterne. Wenn sie jetzt 2 gelbe Würfel hat, dann wäre es eine mittelmäßige Vorstellung. Erst wenn sie 2 gelbe Würfel und einen weißen hat, dann macht sie die perfekte Vorstellung. Und dann habt ihr eben die Möglichkeit, sie danach umzudrehen. Und dafür bekommt ihr dann die Siegpunkte. So kommt ihr bei diesem Spiel an Siegpunkte hauptsächlich, indem ihr euren Artisten hier volle Ausstattung gebt und sie dann bei der Vorstellung umdreht. Ihr bekommt dann eben sofort die Siegpunkte. Alles andere gibt euch Boni in diesem Spiel. Zum Beispiel hier könnt ihr euch dann aussuchen, bekommt sie je nach welchem Level 2, 3 oder 4 Geld ausbezahlt. Da gibt es natürlich noch ganz andere Möglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr hier euch entscheiden, ob ihr einen weißen oder einen blauen Würfel nehmt. Was haben wir noch zur Auswahl? Wieder Geld. Hier dürft ihr euch zum Beispiel einfach eine Investitionskarte anschauen und nehmen. Also diese Karten geben euch die verschiedensten Möglichkeiten. Also wirklich fast jede Karte ist anders. Es gibt so viele verschiedene Artisten und so viele verschiedene Möglichkeiten. Jede Karte macht was anderes. Und da stecken eben die krassen Aktionen in diesem Spiel drin. Das hier ist alles ganz einfach. Und ihr versucht eben nur, hier diese Würfel zu bekommen, um eure Artisten dann aufzufüllen. Es ist eben nicht ganz so einfach. In einem 4-Spieler-Spiel schaut es zum Beispiel so aus, dass 1 immer frei bleiben muss. Es könnte also
so ausstellen. Hier dürfte keiner mehr drauf, wäre verboten. In einem 3- und einem 2-Spieler-Spiel dürfen dann noch weniger hier belegt werden. Das heißt, welche Würfel man jetzt bekommt, welche Würfel man versucht zu nehmen, das können die Mitspieler natürlich auch ein bisschen blockieren, ist aber nicht so großartig, denn eben diese Karten geben einem auch die Möglichkeit, jetzt hier Würfel zu tauschen. Oder hier diese Mitarbeiter auch, die geben euch die Möglichkeit, hier zum Beispiel einen grünen Würfel gegen einen roten und einen gelben zu tauschen. Also man macht hier wirklich ganz, ganz viel mit den Würfeln. Darum geht es im Grunde genommen in diesem Spiel. Und dann gibt es eben noch so Bonusmöglichkeiten, Siegpunkte zu machen, hier über die Orte, an denen ihr gastiert oder bei den Vorstellungen dann selbst. Wird dann mal geguckt, ja, was haben die eben gemacht, dann muss man sie auch bezahlen. Die haben hier natürlich hier Kosten. So kostet mich der hier zum Beispiel 4 Gold. Und das wird auch immer teurer und es wird nur günstiger, wenn man jetzt die Karte umdreht. Es kostet mich nur noch eine für den Rest des Spiels. Also es geht hier wirklich ums Management seiner Artisten und die Aktionen selbst sind absolut überschaubar. Am Spielende selbst wird eben noch abkassiert. Da könnte man gucken, wer hat die größte Vorstellung gegeben. Also wer hat die meisten Artisten in seinem Zirkus, kriegt man 5 Siegpunkte, dann volles Programm, hat man von jedem Typ einen Artisten drin liegen, gibt hier die Magier, die Akrobaten, die Jongleure, die, was sind denn das, Tierbändiger und die Bizarren. Und perfekte Vorstellung gibt es auch noch 5 Siegpunkte, haben alle Artisten dann, hier in der letzten Runde sind alle Artisten, die du besitzt, haben die 3 Sterne, sind sie alle umgedreht. Und großer Zirkus, kriegst du nochmal 5 Siegpunkte, wenn Spieler 8 oder mehr Artisten in ihrem Zirkus haben. Und ja, wer dann die meisten hat, der hat das Spiel gewonnen. So, ihr habt gesehen, Drumroll ist furchtbar einfach. Ihr habt ganz einfache Aktionen, wie in jedem anderen Worker Placement Spiel auch. Die sind auch noch schön gebildet. Ihr seht wirklich, da ist ein weißer Würfel. Also drauflegend bekommt ihr einen weißen Würfel. Ihr seht Symbol mit Clown und mit dem Gewichtheber. Das sind die Artisten anheuern und so weiter und so fort. Ist da eine große Geldmünze, bekommt ihr Geld. Das macht es unheimlich gut geeignet für Familien und für Gelegenheitsspieler, weil es einfach übersichtlich ist in dem Bereich. Also die Aktionen sind nicht nur beschränkt in ihrer Anzahl, das ist übersichtlich, sondern auch die Bebilderung und was es für Aktionen sind, wie man sie durchführt, ganz, 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 ganz einfach. Die Variabilität kommt durch die Karten ins Spiel. Ihr habt von jeder Karte, in diesem Spiel gibt es immer nur 2 Stück, alles andere ist einmalig. Wird eben unterteilt in die verschiedenen Artistentypen und diese Karten machen immer irgendwie was anderes. Bekommt eine Ressource, bekommt eine Investitionskarte, halt mehr Karten auf der Hand, tausche Ressourcen, also ganz verschiedene Sachen und dadurch kommt auch dieser ganze Spielspaß in dem Spiel auf. Denn die Aktionen selber sind eben sehr simpel und sehr übersichtlich. Das heißt, mehr oder weniger, ihr versucht einfach Siegpunkte zu generieren, indem ihr für euch die besten Artisten sammelt, die möglichst gut ausstattet, die hier eine tolle Show abliefern lässt und dann könnt ihr es umdrehen für Siegpunkte. Das hört sich alles furchtbar einfach an und furchtbar übersichtlich an. Wie gesagt, darum bin ich der Meinung, dass es ein relativ gutes Familien- und Gelegenheitsspielerspiel ist. Die Aktionen sind, wie gesagt, übersichtlich und vor allem ist der Plan übersichtlich. Er ist zwar bunt und dadurch kommt wieder ein bisschen Unübersichtlichkeit rein, aber er ist hübsch und ich denke, spätestens nach der Hälfte der Partie kann man das auch alles übersehen, gar kein Thema. Sonst ist es nichts Außergewöhnliches, macht eben, wie gesagt, nur die Artistenkarten neu, muss aber auch nicht besonders außergewöhnlich sein, macht alles gut, finde ich jetzt. Sonst kann man sich nicht über dieses Spiel beschweren. Die Komponenten sind wirklich hervorragend, die Grafik ist toll, die Anleitung ist sehr gut geschrieben und die Einfachheit macht es eben relativ brillant. Für die Vielspieler werdet ihr hier absolut nichts Neues finden. Ganz im Gegenteil, ich würde sagen, nicht schon wieder so ein Cube-Pusher, wie Tom Wessel diese Spiele nennt. Einfach nur einen hübschen Gewand. Also es würde euch hier nicht abendelang an den Tisch fesseln. Vor allem die Spielzeit macht es einfach für Vielspieler vollkommen uninteressant, weil es einfach viel Zeit ist für wenig richtig tiefgehende Strategie und Taktik. Aber wie gesagt, Gelegenheitsspieler, Familienspieler, für die ist das total gut geeignet. Da können die richtig ihre Maschine aufbauen, Siegpunkte generieren.
die haben da richtig Spaß dran. Ja, das war's mit Drumroll. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.